Hi Leute und willkommen zurück zu einem weiteren Update unserer fliegenden Insel Elendor. Und wir haben gerade eine Sternschnuppe gesehen. Wie cool ist das denn? Ich zeige euch heute unsere Fortschritte. Nach einer Woche sind wir schon wirklich wieder gut weitergekommen und wir starten hier mit dieser Tempelruine. Bei Nacht sieht es auch nochmal cooler aus, wobei jetzt gerade der Hahn gekräht hat, aber wurscht. Die ist auch wirklich schön gebaut, es sieht richtig gemütlich aus. Hat hier auch einen Geheimgang, der uns runterführt in ein kleines Grab. Ja, und wer hier liegt, das kann ich euch auch nicht sagen. Vielleicht ist es der König, vielleicht sind es irgendwelche Ahnen des Königs. Wer weiß das so genau? Und die Sonne geht auf. Wir düsen aber jetzt mal in diese Richtung. Hier entsteht nämlich ein Gasthaus. Das gesamte Viertel, was hier entsteht, ist eher für die betuchten Leute. Deswegen auch hier ein Gasthaus für alle. Und ihr seht schon, man kommt rein, man hat hier den Tresen, an dem man sich anmelden muss. Hier ist dann die offene Küche, wo man sich sein Fleisch bestellen kann oder was das Herz eben auch begehrt. Und ihr seht schon, auch hier hat man sich richtig, richtig viel Mühe gegeben. Auch hier mit den Messern, die rumliegen, und das hier sieht aus wie Papiertücher oder so. Richtig schön geworden. Gehen wir weiter hier hoch. Hier ist schon ein Häuschen entstanden. Und hier oben, das sind einfach zwei Wohnhäuser. Hier, das kennt ihr ja schon, ist unser Schloss. Wir gehen natürlich wieder rein, denn da hat sich auch eine Menge getan, wie ihr gleich seht. Und zwar schaut euch mal das an. Guckt euch mal diesen überaus geilen Thronsaal an, der auch noch im Bau ist. Also denkt nicht, er wäre fertig, aber hier eben auch mit so vielen Highlights. Allein schon, wenn man hier hochgeht und sich mal diese Fensterfront anschaut, wo der Thron steht, das ist einfach nur bombastico. Auch mit den Lichtern, ich feiere das. Wirklich, wirklich richtig schön. Wenn wir dann hier lang gehen, kommen wir in ein Badehaus des Königs oder der Königin. Das ist auch noch in Bau. Hier hinten entsteht vermutlich noch eine kleine Sauna dazu. Gehen wir also nochmal weiter. Und zwar die Treppen hier hoch, die führen uns nämlich in den ersten Turm. Und hier entstehen dann höchstwahrscheinlich auch die Gemächer des Königs. Hier unten ist schon mal ein kleines Badezimmer entstanden. Aber mehr ist aktuell hier noch nicht drinnen. Wir gucken uns nochmal nach oben, ob sich hier schon was getan hat. Aber nee, hier hat sich noch nicht mehr getan. Das heißt, wir gehen wieder runter. Und hier muss ich auch echt aufpassen, dass ich mich nicht verlaufe. Wir können auch hier nochmal den Thronsaal von oben sehen. Ah, ich liebe es einfach. Wisst ihr was, dann springen wir so runter. Und gehen hier in den Speisesaal, der auch schon mehr Gestalt angenommen hat, aber auch noch nicht fertig ist. Hier mit dem Kronleuchter und der langen Tafel, wo der König dann mit seinen Adeligen dinieren kann. Jetzt gehen wir auch schon ins Untergeschoss, meine Lieben. Hier ist noch ein bisschen problematisch gebaut. Aber hier ist die Ebene, wo das Händlerviertel entsteht. Die Ritter werden hier wohnen. Wir haben auch ein Kolosseum, wo dann Kämpfe ausgetragen werden. Und ihr seht schon, hier ist auch wirklich viel entstanden über die kurze Zeit, in der wir ja hier am Bauen sind. Hier hinten ist dann auch das Kolosseum. Beziehungsweise, wartet Leute, wir müssen, glaube ich, hier hinten lang. Genau, einmal hier hoch. Und hier kommt man ins Kolosseum. Ist auch noch nicht fertig, wie ihr sehen könnt. Fehlen natürlich noch die Sitzgelegenheiten und so, aber hier haben sich auf jeden Fall schon ein paar Krieger zum Kampf vorbereitet. Hier sind wir jetzt auf der Ebene unseres Luftschiffs, welches hier gerade angedockt hat und bereit ist, die Ladung zu empfangen. Ich finde es richtig geil, was die Leute sich ausdenken. Und hier haben wir auch was richtig Cooles gebaut, und zwar eine Sackkarre, die natürlich dann die Fässer auch dementsprechend die ganzen Treppenstufen hochbringen muss. Die Landebahn, die kennt ihr ja schon. Hier ist der Kran, der alles vom Luftschiff hochtransportiert. Und wenn wir dann der Landebahn folgen, haben wir auch noch eine kleine Änderung, und zwar hier das Stoppzeichen. Soweit ich weiß, soll auf die Seite da noch ein grünes hinkommen. Ergo, je nachdem, welches Zeichen gerade leuchtet, ist das Luftschiff bereit, reinzufahren oder rauszufahren. Beziehungsweise ankommend Luftschiffe wissen, ob sie rein dürfen oder nicht.
Hier ist dann auch das Luftschiff, das ich euch im letzten Part ja nicht gezeigt habe. Aber ja, richtig geil. Den Leuten fällt einfach so viel ein und wir sind noch lange nicht fertig. Also wie gesagt, Leute, solltet ihr Bock haben, bei uns mitzubauen und eure Ideen einzubringen, dann kommt gerne auf den Discord und ja, startet ins Bauvergnügen. Ich danke euch an der Stelle fürs Zuschauen und freue mich schon aufs nächste Update-Video. Bis dann!